Der Körper als Werkzeug des Ichs. Zwischen Macht und Ohnmacht. Freiheit und Kontrolle. Sascha Walz Stück Kreatur, ein Highlight der Tanzplattform. Wie finden wir uns wieder in einer Zeit, die das Individuum mit immer mehr Eindrücken bedrängt? Die Cocoon Dance Company holt sich ihre Sprache direkt von der Straße. Dynamisch, kraftvoll, typisch für den zeitgenössischen Tanz. Der ist aktuell, der ist auch politisch und der ist nah an den Fragen, was ist der Mensch in dieser Gesellschaft noch, der Körper in dieser Gesellschaft als eigenständiges Wesen, welchen Wert hat er, welche Art von Kraft kann er entwickeln? Das Tanzzentrum Pakt Zollverein in Essen ist Ausrichter der diesjährigen Tanzplattform, Deutschlands wichtigsten Tanzfestival. Austausch zwischen den Tänzern steht im Zentrum. Wie allein sind wir? Wie können wir überleben? Die Tanzgruppe Hood hat zu einem Artist Summit geladen. Auf den Wandelgängen durch das Gelände der Zeche Zollverein sollen die Tänzer über ihre Ideen von Tanz reden. Wie entstehen Formen? So zum Beispiel. Spontaneously is like, okay, I'm gonna take my hand and like, okay, like the amount. Ich könnte meine Hand nehmen. Diese Beweglichkeit. Was würde das für meinen Arm bedeuten? Kann ich meinen Arm wie meine Hand nutzen? Die Hand wird auch in William Forsythes Stück für das Dance-On-Ensemble zum bestimmenden Faktor der Choreografie. Der zeitgenössische Tanz auf der Suche nach neuen Formen. Wir haben 13 Arbeiten eingeladen, eine Arbeit von Claire Cunningham und Jess Curtis zum Beispiel, die beide über Alter und auch über Behinderung, also mit Einschränkungen in der Bewegung, so umgehen, dass sie eigentlich umkodieren. Also wir sehen plötzlich das Potenzial da drin. Wir sehen eigentlich den Dialog, eigentlich das, wie schön es ist, das zu sehen, was da ist und was daraus entsteht und nicht es abzugrenzen an dem, was ist die Norm. We take turns being between the other and the ground. And my face turns with him. The floor, the earth. And his head is now resting on mine. Claire Cunningham aus Schottland nimmt ihren eigenen, von Behinderung geprägten Körper zum Ausgangspunkt für eine betont sinnlich zärtliche Performance. All of us. Was ist denn mit der Projektion? Die Projektion. Claudia Bosse bei Proben für ihr Stück The Last Ideal Paradise im Salzlager des Zollvereins. Die Choreografin und Performancekünstlerin sucht nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten außerhalb klassischer Tanzformen. Sie inszeniert ein Happening zwischen Installation, Performance, Tanz und Musik und bewegt Besucher und Darsteller zu einer gemeinsamen Prozession über das alte Zechengelände. Zögerst du noch unser Blut an den Bewohnern der Erde zu rächen? Vier Engel standen an den vier Ecken der Erde. Die Arbeit mit Laien spielt für sie dabei eine besondere Rolle. Denn im Unperfekten steckt eine eigene Wahrheit. Da fiel Feuer und Hagel, die mit Blut vermischt waren, auf das Land. Also ich muss sagen, ich finde die Arbeit mit Laien immer sehr reich, weil ich wahnsinnig viel lerne von ganz verschiedenen Lebenshaltungen, Lebensweisen und ich auch lerne oder immer sehr begeistert bin, Körper ganz anders zu lesen, weil ich auch den Eindruck habe, es stellt vielleicht andere Zuschauerverhältnisse her. Den Körper anders lesen und uns in unserer Umgebung neu verstehen. Die Tanzplattform lädt dazu ein.